Hallo und herzlich willkommen zurück zu Octopath Traveler 2. Ich weiß, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber ich habe aus Versehen eine Quest gestartet, wo ich, bei einer Person etwas geliehen habe. Etwas permanent geliehen habe. Ja. Und, diese Schatulle. Seit ich sie besitze, bin ich irgendwie... Dass sie mir entrissen, oder? Die Schatulle. Hab Dank. Lol. Das Geheimnis der Schatulle. Nanu? Was war denn das gerade? Mindestens hätte ich einen langen Traum gehabt. Okay. Wir haben ihm irgendeine Schatulle entrissen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das zusammenhängt. Na guck, er hatte diese... Der Buchstabe W, W sind auf die Schatulle graviert. Du solltest sie zurückgeben. W, W? W, W. Hä? Wir haben so viele Leute mit W. Keine Ahnung. Was weiß ich denn? Ich bin hier gerade durch die Städte am Latschen und, also durch die Städte, wo wir noch nicht drin waren eigentlich. Und ich wollte hier die ganzen Leute, ihre Sachen abschwatzen. Alter! Level 60, aber ausweichen plus 63, aber das Ding habe ich, glaube ich, schon. Du bist nur nachts da, ne? Ja, ja. Ist natürlich schade. Warum ist hier ein Wildling? 15 plus 30% mehr Gewinn für Verkäufe. Das ist eigentlich gar nicht so kacke. Ich sollte mir übrigens generell mal so einen anheuern. 10% Rabatt auf Einkäufe. 5% Rabatt auf Einkäufe. Oh, der ist... Boah, der ist stark. Holy shit. Rudeschöpferin. Aha. Naja. 25% mehr Gewinn für Verkäufe. Das ist doch geil. Ich teuer die mal an, glaube ich. Dann kriege ich 25% mehr Money. Scheiße. Fuck. Ich sollte die zuerst looten. Jetzt kann ich sie anheuern. Naja, einmal 6400 weggeschmissen. Ist egal. Wir haben eh genug Money, ey. Ja, 850k. Ich musste auch manchmal nochmal diesen Ruf der Stadt resetten. Aber das war sehr teuer. Elementarer Schutz. ...20% Rabatt auf Einkäufe, okay. Berserkerzorn. Aha. Okay. Glücksgriff. Kaufe mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% umsonst ein, jo moin. Tach. Also es geht halt wirklich nur um, so Kisten, so habe ich nicht geöffnet. Es geht wirklich nur um die Leute. Weil das halt sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Man sieht es ja. Okay, ich krieg den Teil von der hier kriege ich leider nicht. Das ist echt scheiße. Und die ist halt nur nachts da. Ja, aber okay.
Wir sind hier übrigens in der Hauptmission von Agnea. Oder Hauptstadt von Agnea, Freudenbrühl. Hallo? Ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt verpasst habt, weil meine Stimme einfach weg war. Microsoft hat wieder mein Mikrofon deaktiviert, warum auch immer. Ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit gesagt, dass ich die Leute, deren Sachen mitnehme. Und ich wollte das eigentlich offscreen relativ abschließen, also alle Städte. Aber dann hat halt diese Mission gestartet und ja. Ich habe gerade noch versucht, halt einen Händlerkumpan für Partition zu bekommen, damit wir bessere Verkaufspreise haben. Ja, und ich glaube, damit ist dieser Ort auch fertig, ja. Geh mal ganz kurz hier rein, zu dem Typen hier. Moin. Was hast du so für mich? Nix. Aber ich habe was für dich. Ist halt geil, ne? Und jetzt kriegen wir hier für 25k kriegen wir nochmal 6250 dazu. Ich weiß, es gibt bestimmt noch geilere Leute, mit denen man sich, ne, verabreden kann. Aber mir reicht das. Wir haben so viel Kohle. Da brauche ich den Rest hier nicht. Nur gucken, dass wir hier die Schmutzwaffen quasi weg haben. Ich habe noch einige neue Waffen gefunden, die sehr stark sind. Und ja. Ich habe noch nichts ausgerüstet und alles, ne? Also, ja. Das dauert noch ein bisschen. Aber wir haben sehr, sehr geile Sachen hier gefunden. Zum Beispiel, was ist das hier? Genau, antikes Diadem haben wir jetzt dreimal Elementangriff Boost. Oh, Kupferbrustpanzer kann weg. Ja. Noch einige geile Sachen auf jeden Fall. Hier, das hier zum Beispiel habe ich gekauft. Prunkvolles Kostüm, das kriege ich. Also das ist das, was ich oben bei der einen Lady nicht holen konnte. Das hat Ausweichen-Bonus. Hat Flonet auch schon an. Ja, das ist natürlich das Geile für hier Oswald. Gesegnete Robe. Ich glaube, was Höheres habe ich nicht. Kann weg. So. Okay. Damit ist dieser Ort auch geklärt. Also so relativ gut geklärt. Sturmruf waren wir ja quasi schon. Neu-Delster haben wir auch relativ viel gemacht. Hier müsste ich noch hin und ja, aus Chat eigentlich. Ich gehe mal nach hier. Hier haben wir ja auch schon teilweise angefangen, ne? Thank you. Da würde ich jetzt gerne weitermachen. Dann haben wir das in einer Folge vielleicht durch. Ich hoffe, wir finden hier noch eine Fähigkeit, mit der wir... Ah, scheiße. Ja, das ist natürlich jetzt doof. I'll take good care. Ja, das hilft nicht so gut. Damit. Na, ich laufe erstmal am Tag hier durch. Wie stark bist du? Achso, ich habe keinen Kämpfer dabei. Ich habe ja Yikari aus der Gruppe rausgeschmissen. Fool. Ciao.
Mythisches Horn, hey! Das brauchen wir doch für, ne? Für den, wie heißt denn der? Der Erfinder. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, aber hier ist auf jeden Fall eine Information, die wir nicht bekommen können. Fuck mich ja jetzt schon ab, ne? Alles nehme ich mit. Hier hinten steht noch jemand. Achso. Okay. Dach. Oh, hier ist schon wieder einer. Ich muss mal ganz kurz... Informationen. Du kannst Informationen bekommen. Ach komm. What? Ja, danke. Hm. 18%? Ja, das ist 100%, natürlich. Vernichtende Kriegsaxt. Geil. Das ist eine Axt für, Cassie. Ich laufe jetzt erstmal am Tag hier rum. Okay. Wir hätten noch eine Mission. Machen wir aber nicht sofort. Provozieren wie ein Profi. Aha. Oh, es gibt 5 Milliarden Wege, ne? Ja, da kann man nicht durch. Ich muss jetzt erstmal schauen, wo ich hier überhaupt hin kann. Hier ist eine geheime Kiste. Nice. Nicht weiter. Geht's da drunter? Nein. Da geht's nach oben. Da müssen wir nicht unbedingt hin jetzt. So. Na, du Typ. Ja, 90. Neue Ausrüstung zu verkaufen, ja, das ist doch schön. Was hast denn du so? Antiker Bogen. Beschützerbogen. Ach du Scheiße, ey. Antiker Stab. Physischer Angriff, Elementangriff, sehr hoch. Aber, das bringt mir irgendwie nicht so viel. Aegis-Schild, Beschützerschild. Das ist was für Hikari. Ich kaufe den einmal, werde ihn aber nicht ausrüsten. Das antike Diadem, oh, das brauche ich auch nicht unbedingt zu kaufen. Quarzgewand brauchen wir auch nicht. Beschützergewand. Ja, Paticio, aber pff, weiß ich nicht. Das wäre eigentlich auch was für Agnea eigentlich, ne? Ein bisschen weniger physische Verteidigung, aber mehr Tempo. Gönne ich ihr. So, jetzt müssen wir nachts durch die Gegend laufen. Da ist keiner. Ah, nee, Quatsch, wir brauchen noch die Infos, ne? Ja. 54. Ach komm, leck mich! Alter, dreimal hintereinander! Wow. Ich hasse diese Typen manchmal, ne? 54% Chance, da passiert einfach gar nichts. Oder? Nee. Die hat eh nichts, sie ist eher am Boden. Du? Nee. Ah, jetzt haben wir nur eine Chance, ne? Das ist so mies.
Der hat noch eine Info, ja. Ich hol Cassie wieder rein. Na, vielleicht kriegt sie andere Informationen. Nee, sie kann ihn gar nicht. Ikari, du bist meine letzte Chance. Okay, der ist nicht da. Das ist natürlich doof. Dann kann ich den nicht ausfragen. Na, was hast du denn eigentlich? Eriala, Femula, Blabja, Otal, Borma. Borma? Keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, was der von mir will. Ich weiß doch nicht, was der von mir will. Hallo. Gibt's hier noch irgendjemanden, den ich noch nicht ausgelootet habe hier? Hallo. Wir haben alle nichts mehr. Du hast noch was. Ach, du bist Nein. der die 18% Chance hatte nur. Aha. Aber meistens findet man die Leute, die am Tag da sind, abends woanders wieder. Aber bei vielen Leuten geht das auch nicht. Ikari, willst du den mal platt machen? On your guard. Das Problem ist nur, My turn. Genau, Hikari ist gerade ein bisschen gedamaged. Prepare yourself. Allow me. Now it begins. My blade sings. I fight for my friends. I summon Brand. Who's next? There's no need for flattery. It'll rust my sword. You still have... Ruf eines von zahlreichen Monstern in den Kampf. Nee, lass mal. Göttliche Halskette. Deine Infos. Will. Verborgenes Objekt. Verbotener Bogen. Hey, wie kamen die Verbote? Wir kriegen mehr von diesen verbotenen Sachen. Das ist gut. Hä, wer bist du denn da auf der Brücke? Wait. Okay, mit dem habe ich schon geredet anscheinend. Okay, dann sind wir hier, glaube ich, durch. Ja, sieht so aus. Ich penne noch mal kurz hier. Weil Ikari ist ein bisschen gedamaged. Okay. Dann würde ich dieses Dorf erstmal als abgeschlossen erklären. Da werden wir noch mal hin müssen. Patichio kann ich jetzt nicht hinreisen, glaube ich. Genau. Da muss man mit dem Schiff hin. Kuh haben wir ja relativ gut gelootet. Lerschtau oder wie das heißt, habe ich auch schon gemacht. Grabel habe ich gemacht. Also so gut es geht halt. Hier, Agnias Freudenbrühl haben wir gemacht. Neudelster, ja. Dann sind wir eigentlich so weit fertig. Ich würde vielleicht noch sagen, dass wir in die Mondsonnenhöhle gehen. Hier. Dann haben wir noch was Nützliches in der Folge gemacht. Keine Ahnung. Haben wir noch irgendwas zu machen? Gruppe wechseln. Und zwar holen wir natürlich die schwächsten Leute mit. Agnea bleibt hier. Gali bleibt hier. Dafür kommt... Chet, Flone, Patichio. Eigentlich müsste ich Casti mitnehmen oder Oswald. Weil beide sind Healer. Ich glaube, einen Magier dabei zu haben, wäre gar nicht so schlecht. Ja. Flone, ja. Ihre Fähigkeit brauche ich halt eigentlich nicht, ne? Nehme ich lieber Temenos noch mit. Ja.
Machen wir das so. Agnea ist eh krass gelevelt, ne? Level 50? Mhm. Krass. Achso, wir müssen noch ausrüsten. Stimmt. Ausrüstung. Sternspalt, haben wir da noch was Geiles? Ja, die verbotene Klinge. Erhöht selten den physischen Angriff des Ziels. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Aber das ist eine Waffe für Agnea. Oh, nee, ist nicht. Nee, die ist schwächer als das Flammenritterschwert. Weil die weniger Tempo hat. Diamantdolch. Crazy. Also wir haben echt viele Sachen gefunden. Hier noch nix. Heldenaxt. Ach ja, das ist was für Hikari. Heldenaxt. Wächter Großaxt haben wir hier. Dann geht unsere Genauigkeit flöten. Aber wir kriegen eine heftige Axt mit extrem viel Crit dazu. Aber eigentlich könnte auch Orchette diese Axt haben. Ah, nee, kann sie nicht. Kann sie nicht. Weil sie hat diese, das ist dieses, was zweimal angreifen kann, ne? Erlaubt einen zusätzlichen Angriff. Genau, du hast Doppelangriff. Das ist halt schon geil eigentlich. Das wäre aber auch eine Waffe für sie vielleicht. Diese... Oh. Die schon mal sowieso? Doppeltomahawk. Wäre das was für Kasti? Eigentlich nicht, ne? Also ich glaube, ich würde es dann doch eher Hikari geben. Da verliere ich halt die Genauigkeit, ne? Aber Crit halt. Crit ist wichtig. Oh! Oh! Verbotener Bogen. Wir kriegen Ausweichen plus 120. Das ist ja ziemlich geil sogar. Wir verlieren 20 Crit, okay. Aber dafür kriegen wir 120 Ausweichen dazu. Ich meine, der ist natürlich auch noch immer heftig, ne? Aber der Bogen ist jetzt halt für Orchette dann, ne? Oder auch nicht. Bogen ist Blutvergießen. Ich glaube, sie hat schon den geileren Bogen. Okay, das heißt, jemand, der irgendeinen geilen Bogen braucht... Paar Tische zum Beispiel. Oder sie. Ne, sie braucht nicht Crit. Obwohl, sie ist mittlerweile auch sehr stark in Crit, ne? Eigentlich auch geil für sie. Er hat Ausweichen, ne? Geh mal mit ihr bei dem Crit mit. Speer der Stärke. Ach so, haben wir ja schon ausgerüstet. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Ach, sie ist ja auf Ausweichen. Habe ich da noch eine Ausweichen-Axt? Nee. Okay. Dann sind wir hier relativ gut ausgerüstet. Schilde. Ach, wir werden eh die ganze Folge... Ach, wir werden die ganze Folge nichts machen. Ich nenne die Folge einfach rumrennen und nichts machen. Ja, komm. Wir rüsten uns jetzt erstmal richtig gut aus. So, macht erlittene Treffer garantiert kritisch. Das ist scheiße. Was hast du für ein Schild? Ein Ausweichenschild. Als allererstes Hikari. Hikari ist mein absoluter physischer Big Boy. Deswegen muss er die stärksten Sachen bekommen. So. Wir haben bei ihm den schweren Großschild, womit er Ausweichenbonus bekommt. Ich hätte jetzt aber noch den Beschützerschild. Der gibt Crit, aber kein Ausweichen mehr. Und wir brauchen Crit. Deswegen ist das schon mal für ihn sehr gut. Dann hat er ein Crit-Helm. Ich glaube, da haben wir nichts Stärkeres als das, was wir schon haben. Quarzgewand. Da hat er FP, weil er relativ viel FP braucht. Er hat noch 142. Könnte man drauf verzichten und ihm irgendwas anderes geben.
Aber ich habe gerade nichts, was irgendwie Crit gibt. Also zumindest nicht so viel Crit. Deswegen ist das für mich eigentlich irrelevant, dass ich hier irgendwas ausrüste. Das kann ich eh nicht verändern. Genau wie das hier nicht. Deswegen ist er fertig. Hikari ist fertig. Oswald ist auch nicht so viel zu machen. Verbotener Stab braucht er nicht. Auch wenn der echt 900 Elementangriff. Jo, moin. Sonnenschild, sehr wichtig. Regeneriert nach Aktion FP. Da kann ich nichts Besseres ausrüsten. Antikes Diadem hat er schon. Braucht er nicht. Magiergewand können wir ändern. In das hier. Gesegnete Robe. Genau. Zack. Mehr Verteidigung, mehr Angriff. Perfekt. Mentaler Gürtel, super. Befähigende Kette, auch super. Obwohl wir da echt mal einen geileren finden könnten, ne? Irgendwas, was mit 100 Elementangriff ist. Aber ich glaube, da habe ich nichts, ne? Nö. Sehe nix. Nö. Nö, haben wir nicht. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Die GP sind auf jeden Fall sehr wichtig für ihn, weil er hält halt absolut gar nichts aus, ne? So. Temenos ist auch relativ fix durch. Mythendolch passt zu ihm. Er hat Elementangriff dadurch. Übersinnlicher Stab ist auch, glaube ich, in Ordnung. Weiß. Eigentlich braucht er das auch gar nicht, ne? Er könnte theoretisch mit dem hier arbeiten, aber lass ich mal aktuell. Weisheitsstab. Also ich glaube, Stäbe an sich brauche ich hier gar nicht zu gucken. Platinschild ist sehr wichtig für ihn, weil er viel Leben braucht, weil er hat nicht so viele. Deswegen passt das eigentlich für mich, dass er das weiter behält. Ja. Antikes Diadem hat er auch schon ausgerüstet. Magiergewand. Haben wir nochmal so ein geile... Nein, haben wir nicht. Okay. Wir haben auch nichts anderes, was den Elementangriff nochmal pusht. Nein, okay. Mentaler Gürtel und Talisman des Mitgefühls passt für ihn. Er ist ein Healer, er ist ein Buffer. Das passt. Ist sehr gut. So. Das heißt, die beiden sind für mich schon mal durch. Oh, shit. So. Ist eigentlich auf Crit. Hat sie auch drin, den Sternspalter. Selten die physische Verteidigung, ist sehr, sehr geil. Die Stärke von Feuerangriffen. Da haben wir auch nichts Besseres. Doppeltommer, klar, könnten wir jetzt das hier geben, aber braucht sie nicht, weil... Das ist natürlich auch interessant, ne? Wegen dem Crit-Bonus, aber... Nee. Ich lasse den Elementangriff und der Doppeltommer greift halt zweimal an. Das ist halt geil. Bogen des Blutvergießens ist schon heftig. Diamantharter Schild. Würde ich gerne tauschen. Ausweichen hat er drin. Aber Besseres habe ich aktuell nicht. Deswegen bleibt er. FP. Braucht sie eigentlich auch relativ viel. Deswegen wäre das gar nicht so schlecht, ihr das hier zu geben. Push die FP, push die Verteidigung, ist super. Ich habe gerade, glaube ich, eh keinen weiteren mit Crit-Bonus. Deswegen würde ich ihr sogar das geben. So, erhabene Paraderüstung. Hat sehr viel Verteidigung. Ich glaube, das hat sogar die meiste Verteidigung hier. Holy shit. Quarzgewand hätten wir hier noch, aber... Ich glaube, ich bleibe tatsächlich bei dem, was ich hatte. Die habe ich übrigens auch gefunden letztens. Platinrüstung. Sehr nice. Ich glaube, ich habe hier nichts, was stärker als das hier ist. Holy moly. Exotischer Ring. Den können wir jetzt auch endlich mal tauschen. Glaube ich. Und zwar gegen Radforsch Versteinerung. Den Schaden von kritischen Treffern, das wäre natürlich geil. Ausweichen plus... Achso, das ist das hier, ja. Moment, kritisch, das ist der auch ein bisschen boostet am Anfang. Ist natürlich geil, aber lohnt sich nicht für mich. Champion-Gürtel hat sie schon.
Ich hab doch hier noch einen. Das wäre eigentlich auch interessant. Aber dann habe ich keinen Crit Boost, ne? Mehr Verteidigung. Da. Kritisch plus 80. Das ist doch geil. Das ist halt besser als der kleine Talisman hier. Wo ist er denn? Hä? Da. Also ist halt besser als hier 50 Crit zu haben und ein bisschen Crit Boost am Anfang. Da hole ich doch lieber 120 Crit anstatt 50. Ist halt geiler als diesen Boost zu bekommen. Ich wette, wenn man das auch umrechnen würde, wäre das wahrscheinlich besser. Ja, das ist schon mal sehr gut. Mehr Crit, mehr physischen Angriff, passt. Damit wäre sie für mich auch fertig. Partitio. Du hast den Seraphim-Speer mit Tempo-Boost. Ist gar nicht so kacke für dich, weil Tempo ist ziemlich schön für ihn. Ich würde ihm auch den Assassinen-Dolch geben, auch wenn der ein bisschen schwächer ist. Aber er braucht halt keine Genauigkeit. Er braucht Tempo. Wenn er Tempo hat, ist geil. So, König der Bestien. Bleibe ich auch beim Ausweichen, weil wir keinen besseren haben und keinen schlechteren. Quarzschild. Befahrt vor Blindheit. Weiß ich nicht. Haben wir da irgendwas Besseres? Ich glaube nicht. Sternhut. Da hätten wir noch was Besseres. Wer hat denn noch? Du hast das, ne? Aber brauchst du FP? Braucht Kasti FP? Ich wüsste nicht, warum. Also ich würde, glaube ich, ihm sogar eher den vergessenen Hut hier geben, damit er mehr FP hat. Ich weiß, eigentlich müsste Kasti mehr FP bekommen, aber irgendwie finde ich das besser bei ihm. Akrobatenumhang, da haben wir bestimmt was Besseres. Das Quarzgewand, da hast du noch mehr FP, aber Umhang der Flinkheit, das wäre so die Sache, die ich ihm geben würde. Und ihr natürlich auch. Es sei denn, ach, sie hat schon was Besseres. Nö, sie hat schon was Besseres. Sie hat das Beschützergewand. Okay, dann hat er den Umhang der Flinkheit, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, weil Tempo Boost, physisch ist auch relativ gut. FP brauchen wir nicht. Mehr Leben ist natürlich auch geil, aber ich lasse es so. Physischer Gürtel hat er. Tja. Ich glaube, da fällt mir auch nichts Besseres ein, als das zu lassen. Cadmins, ja, kann drin bleiben. Dann Flammenritterschwert. Da haben wir nichts Besseres. Assassinendolch haben wir auch nichts Besseres. Ist auch eine Tempowaffe. Platinschild hat sie schon. Würde ich auch weiterhin drin lassen, weil sie braucht die Leben. Stirnband ist Tempo 60 schon. Da haben wir nichts Besseres. Geschützegewand ist auf Tempo. Mikas Talisman sehr wichtig. Tempo Boost bis ins geht nicht mehr. Genauigkeitsboost, physischer Verteidigungsboost, alles super. Regeneriert nach Aktionen FP. Das könnte man noch ändern zu dem Talisman des Bibliothekars. Dann hätte sie mehr FP und mehr Verteidigung. Aber ich glaube, dieses Regeneration ist gar nicht so kacke. So, Hikari ist durch. Speer der Stärke kannst du behalten. Vernichtende Kriegsaxt kannst du behalten. Leviathan Langbogen haben wir schon ausgerüstet. Diamantharter Schild. Da haben wir auch nichts Besseres. Nö. Silbertoupet. So. Da müssen wir jetzt drüber reden. Ritterrüstung. Brauchen wir die unbedingt? Oder soll ich ihr lieber hier das Quarzgewand geben? Oder die Platinrüstung? Dann hat sie noch mehr Leben. Ich meine, für sie wäre das natürlich am besten eigentlich, ne? Aber vielleicht ist hier noch was Besseres an allen Helmen. Sie könnte noch mehr Leben bekommen, ja. Ich
Stirnband des Ansporns, Ritterhelm, Sternhut, damit sie mehr FP hat. Aber braucht, wo braucht sie FP? Sie vergiftet, sie heilt, heilen kostet sehr wenig. Also theoretisch könnten wir auch wirklich auf den Platinhelm gehen. Einfach damit sie der maximale Tank ist, mit maximalem Leben. Oder wir gehen einfach nur auf Verteidigung. Das wäre auch blöd eigentlich. Mehr Tempo. Ja, eigentlich auch geil, ne? Damit sie schneller dran ist. Ich bin noch am Wechseln zwischen dem Sternhut vielleicht. Sehr schwierig auf jeden Fall. Ich bleib mal auf dem Lebensboost. Und hier könnte man auf das gehen. Dann hätten sie trotzdem noch 4000 Leben. Das ist eigentlich heftig. Und sie kriegt sehr viel Verteidigung hinzu. Ich finde die Verteidigung gerade wichtiger, glaube ich, als... Ah, Tempo-Boost wäre auch nice. Aber ich glaube, ich bleib mal bei dem hier. Ich weiß, sie braucht zwar nicht unbedingt die FP, aber ich lasse es mal so. So, Defense hat sie auf jeden Fall gut genug, weil sie ist mein Tank. Champion-Gürtel passt auch zu ihr. Hypnos-Schwert ist auf jeden Fall super. Marietta ist noch immer scheiße, weil die echt wenig Schaden macht. Ich könnte ihr den geben, dann wird sie 150 mehr Damage machen. Aber wir verlieren dann halt das Ausweichen, ne? Aber Ausweichen plus 56, das ist halt... Wirkt beim Ziel selten sofort tot. Das ist halt nicht so stark wie das hier, ne? Ich gebe ihr den jetzt erstmal, bis wir einen besseren gefunden haben. Rache des Schinders. Damit wird sie geheilt. Ja, bis wir was Besseres gefunden haben, bleibt das erstmal so. Diamantachterschild wird bleiben. Trickbrille wird auch nicht verändert. Ja. Prunkvolles Kostüm ist auch das Stärkste. Orkanfeder ist super. Und der Erfahrungsaugmentor ist auch okay. Wäre zwar gut, wenn wir das jemand anderen geben würden, den wir gerade in der Gruppe haben. Zum Beispiel ihm hier. Wenn wir ihm vielleicht den Erfahrungsaugmentor geben. Machen wir mal, damit er schneller levelt. Ich nehme den mentalen Gürtel auch dafür raus, tatsächlich. Ich weiß, er verliert jetzt ein bisschen Angriff, aber das passt für mich. Damit sind wir komplett geil ausgerüstet. Das heißt, wir können auch ein bisschen Scheiß verkaufen, theoretisch. Den wir nicht mehr brauchen. Aber das ist jetzt erstmal unwichtig. Wir haben mit Patricio den Boy dabei. Mit Oshet haben wir Benkei dabei. Patricio hat die Lady und Temenos. Könnte eigentlich auch noch jemanden holen, ne? Allheilmittel. Oh, das ist eigentlich geil. Irgendjemand starken. Aber den kann man nicht führen, schade. Okay, gut. Dann haben wir das durch. Wir sind gut ausgerüstet. Haben wir hier eigentlich noch was? Gnadenknospe. Arznei der Altworden. Okay. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.